Moin, ich bin Jona. Wir haben ein Fahrzeug bei uns am Standort Augustfehn. Das ist die Night Train als Gebrauchtfahrzeug. Ist aus Juli 2005 Erstzulassung. Hat knapp ja, 49.000 Kilometer gelaufen. Ist ein Fahrzeug aus den USA. Ist aber soweit Carfax geprüft, somit unfallfrei. Ja, der Vorbesitzer bzw. die Vorbesitzer haben ein bisschen dran optimiert an dem Fahrzeug. Wir fangen hinten mal an. Hinten sind einmal Rhizoma-Blinker montiert. 3 in 1, sprich Bremslicht, Rücklicht und die Blinker sind da mit drin. Ansonsten etwas länger gezogenen Heckfender, der das Rad ein bisschen mehr umschließt. Ansonsten klassisch hinten das Scheibenrad. Was in Kombination mit dem Heckfender noch montiert worden ist, ist einmal ein Solositz, den Lepera Solositz, der halt die Linie noch ein bisschen schlanker gestaltet. Ansonsten ein Pencil-Schalldämpfer, der mechanisch verstellbar ist, soweit mit ABE. Ansonsten zum Motor haben wir den klassischen und bewährten Twincam-Motor noch mit Vergaser, dementsprechend noch ein bisschen mehr Charakter beim Fahren. Ja, ansonsten noch zur Bedienelemente die vorverlegte Fußrastanlage, also somit entspanntes Sitzen, auch zusätzlich mit dem Feelinglenker, wo man etwas aufrechter sitzt, was natürlich einfach ein bisschen angenehmer ist. Ansonsten sind von Harley die Edgecut-Kollektionen montiert, sind bei Fußrasten Schalthebel und dementsprechend auch Lenkergriffe. Ja, ansonsten vorne nochmal eine schicke große Felge, was das Ganze noch ein bisschen moderner macht. Und ja, für die cleane Optik vorne auch nochmal die Stripe-Blinker, was das Ganze vorne noch ein bisschen dezenter wirken lässt. Und was ich hinten noch vergessen habe, ist einmal der seitliche Kennzeichenhalter, damit hinten das Heck auch clean ist. Ja, das war's soweit. Für Details guckt gerne nochmal in die Fahrzeugbeschreibung. Wenn ihr Fragen habt oder Probefahrt, ruft gerne an. Dann können wir die Fragen klären, beziehungsweise setzen dich mal drauf, damit du mal eine Runde drehen kannst. Bis dahin, ciao.